Willkommen zurück zu Foundation, meine Lieben. Bei mir, eurem Zigaro und dieser wunderbaren Alpha-Version dieses Spiels. Derzeit ist noch nicht mehr groß zu zeigen. Das Einzige, was ich mir jetzt als Aufgabe gesetzt habe, ist, warum nicht die Stadt erweitern? Warum sie nicht erstrecken über dieses gesamte Feld hier? Einfach mal bauen, etwas mehr wuseln lassen, gucken, ob wir jetzt schon das Spiel ausreizen können. Und derzeit ist es einfach so schön, die Stadt wachsen zu lassen. Auch mit dem, was zurzeit einfach nur vorhanden ist. Vielleicht bauen wir auch noch eine zweite kleine Kirche. Hier. Mal gucken. Auf jeden Fall werden derzeit die Wohnungen gebaut. Der Brunnen hier unten. Wohnhaus auf der rechten Seite. Und das Unglücklichsein richtet sich eher an die, die kein Brot finden. Dabei haben wir hier zwei Bäckereien. Ich meine, hier wäre nochmal ein Feld gut. Und hier noch ein bisschen Bäckerbetrieb dazu. Ja, das machen wir jetzt mal. So, dann setzen wir mal die Farmfelder. Wo hier noch so gebaut werden darf. Wenn das dann fertig ist, dann gibt es hier noch eine Windmühle. Die hier bezieht ihren Wind aus der Richtung. Dann muss diese ähnlich gesetzt werden. Erstmal sollen sie das bauen, so wie es jetzt hier zu sehen ist. Und dann verzieren wir jetzt das hier mal. Entschuldigung, wenn ich heute vielleicht etwas weniger rede, aber Fußball gespielt, etwas platt. Aber hat gut getan. Hat Spaß gemacht. So. Ein hübscher kleiner Garten. Das hätte ich noch ganz gern das Road Sign. So. Sieht das nicht hübsch aus jetzt hier, so? Wunderbar. Die anderen Gebäude sind halt jetzt, wie gesagt, im Bau. Geupdatet wird hier derzeit nichts mehr. Das Lager ist randvoll. Vielleicht sollten wir mal ein Lager für das ganze Korn auch bauen.
Hier so. So ein Kornlager. Oder da, genau. Da kommt jetzt das Kornlager hin. Ach, herrlich, diese mittelalterliche Musik, oder? Ich finde das echt schön. Auf Stopp. Wir gucken jetzt mal, wie viele Leute einen Job brauchen. In baldiger Zukunft 2. Das passt auch mit den Gebäuden, die ich hier derzeit baue. Dass wir da wieder ein bisschen an die Nahrung kommen. Geupdatet oben wird ein Wohnhaus, überhalb meiner Maus. Unterhalb wird die Mühle gebaut, hier. Und das hier wird die Bäckerei. Und hier oben wird die Farm errichtet. Und hier hinten das Lagerhaus. Also wir haben einige Baustellen zurzeit, die aber dann bald fertig sind. So wie das Haus jetzt. Da ist es. Ein paar von euch haben mir gesagt, spiel doch bitte City Skylines. Weiß nicht, wenn da wirklich das Interesse so groß ist, dann wäre es natürlich mal möglich. Wäre aber ein großes Projekt. Wir haben schon so viele gemacht. Weiß nicht, ob ich da auch genug Leute anspreche mit. Das ist natürlich, das steht halt noch in der Schwebe, ne? Sieht doch hübsch aus hier. Das jetzt hier erweitern. Der förstet ja hier so ein bisschen auf, ne? So, Holzfäller finden gerade nichts mehr. Können ja aber mal den Bereich hier bearbeiten, der immer wieder aufgeforstet wird, sozusagen. Gucken, ob der überhaupt hinterherkommt. So, wir brauchen jetzt 1, 2. Wie viele Leute arbeiten bei der Farm? Auch 2 bis 3. Gut, die 2 gehen jetzt in die Farm. Denn ich will jetzt allererstes sehen, wie sich das hier hingesetzt. Dann brauchen wir auch bald Leute für das hier sind schon 2 Leute jetzt drin. Das sind die gleichen, die auch hier hinten drin sind? Nee. Da sind einfach 2 Leute reingesetzt worden. Accepting. 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 Kleidung auch. Pilze auch. So, die beiden kommen jetzt hier mal her. Machen die Felder, legen sie an. Und während sie das machen, setzen wir die Zäune. Ist das schon alles? Nee. Kann ich jetzt noch nicht weitermachen mit. Ihr sollt hier alles
Ihr sagt nicht, dass ihr auch hier hinten hingeht. Das ist doch schon besser. Ich plane im Übrigen für alle Interessenten bald auch ein paar Let's Play-Folgen zu etwas, wir können sie dann durchgehen, realistischerer Strategie. Ich bin mal gespannt, ob euch das zusagt. Für alle, die wissen wollen, was ich so plane, lege ich jedem aus dem Wissen ans Herz, mal auf den Upload-Plan auf der Website zu gucken. Also auf dem YouTube-Kanal direkt. Da könnte man dann hingehen und einfach schauen. So, jetzt haben wir hier noch ein Feld. Da auch. Zwei Felder. Sehr gut. Hier könnten wir eigentlich auch Wohnhäuser dann bauen. Die beiden, die jetzt gekommen sind, gehen dann hier in die Mühle und in die Bäckerei. Dann schauen wir mal. Wann kommen sie denn? Da. So. Ach, wir können jetzt hier einen weiteren Bäcker einpacken. Das heißt, 1, 2, 3 Bäcker habe ich ja gebaut. Können wir nochmal ein paar Leute engagieren. Wollen die... Kann eine Farm nur ein Feld bewirtschaften? Wollen die hier nicht? Scheint so. Na gut. Ja, die Woodcutter finden gleich schon Bäume. So. Wir brauchen jetzt... Haben alle nur Häuser? Nein, haben sie nicht. So. Bin mal gespannt, wie sich hier ein Weg entwickelt. Ob das ein Weg wird hier direkt? Neben dem Feld, auf dem Land sozusagen. So, die Bäcker haben jetzt ein paar mehr Leute bekommen. Ich schätze mal, das hier ist ein Weg. So, die beiden sind fertig. Ja, jetzt ist hier die Verbindung. Können wir Gott sei Dank mit Zäunen auch etwas steuern. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir könnten jetzt sagen Fans. Und wenn wir die wirklich... Hier hinten läuft jetzt einer durch. Ah ja, hier wird gebaut. Na, wir warten noch mal ein bisschen. Weil da könnt ihr jetzt ja auf Dauer nicht immer durchrennen. Das wäre jetzt schon seltsam. Ja, anscheinend schon.
Na, jetzt laufen sie ums Haus rum. Das benutzen sie. Alles klar. Darauf reagieren wir dann dementsprechend. Verschwindet jemand wegen... Weil jemand nicht glücklich ist? Was? Kann ich mir kaum vorstellen. Also, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber die sind doch alle glücklich. Wer ist denn nicht glücklich? Ja, sind alle glücklich, außer hier die. Warum? Could not build a house. Ja, weil hier zu wenig Platz ist, oder was? Mann. Okay, dann. Vielleicht hier? Oder hier hinter? Aber da sind die Bäume so hübsch. Seht ihr, jetzt bauen sie hier auch. Sehr gut. Und dann stellen wir erstmal keine mehr ein. Jetzt sind wir hier rausgegangen. Das heißt, sie haben jetzt ein leeres Haus hinterlassen. Ich möchte daran erinnern. Da. Das ist hier unten. Ich hoffe mal, dass hier welche einziehen. Sonst müssen wir es abreißen. Ich denke nicht. Dann reißen wir ab und lassen da neu bauen. So einfach ist das. So, die wollen alle ihre Häuser updaten. Hier ist noch kein weiteres entstanden. Ist aber auch nicht schlimm. Denn wir erweitern uns nach unten. Müssen wir mal gucken, wie wir das weiterziehen. Wir bald vielleicht einfach das hier dann doch erschließen. Das verbinden miteinander, die ganze Stadt. Mal gucken, was mir da noch so einfällt. Ich wünsche euch noch alles Gute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat Spaß gemacht. Bei diesem wunderbaren Spiel. Foundation. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Zigaro. Tschüss.